In diesem Video zeige ich, wie ich einen Rock für meine American Girl und Welly Wisher Puppe nähe. Das ist ein Freebook und das ist in der Sammy Facebook Gruppe erhältlich zum Download. Hallo, hier ist Theresa von Sammy Dolls. Ich freue mich, dass du vorbeischaust. Diese Schnittmuster und all meine anderen Schnittmuster gibt es in meinem Online-Shop. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Den Schnitt kannst du umsonst herunterladen in der Sammy Facebook Gruppe. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Für die erste Saumoption versäubere die untere Kante des Rocks mit einem Overlockstich. Das kannst du auf der Nähmaschine oder mit der Overlockmaschine machen. Falte die untere Kante auf die linke Seite des Stoffes und stecke sie fest. Nähe entlang der unteren Kante. Für die zweite Saumoption falte die untere Kante des Rocks zweimal um, so knapp wie möglich. Stecke die umgefaltete Kante fest. Nähe entlang der unteren Kante. Für die dritte Saumoption kann man auch ein Schrägband benutzen, um die untere Kante des Rocks zu versäumen. Öffne das Schrägband und nähe es entlang der unteren Rockkante fest, in der Schrägbandfalte. Also nähe in der Schrägbandfalte entlang.
Falte das Schrägband auf die linke Seite des Stoffes um und stecke es fest. Auf der rechten Stoffseite nähe ganz nah entlang der Schrägbandkante, aber nicht auf dem Schrägband. Nun, da wir alle drei Saumoptionen angeschaut haben, falten wir die obere Rockkante zweimal um, entlang der Faltkanten, wie auf den Schnittteilen angegeben. Stecke die obere Kante fest. Dies wird das Gehäuse für den Gummizug. Nähe entlang der umgefalteten Kante, so nah wie möglich an der unteren gefalteten Kante, damit das Gehäuse so breit wie möglich wird. Nun ist es an der Zeit, den Gummizug abzumessen und zuzuschneiden. Dazu schneide ich 15,2 cm für die Wellewisher Puppe und 25,5 cm für den American Girl Puppenrock. Ziehe den Gummizug durch das Gehäuse mit einer Klemmnadel, einem Bodkin oder einer Sicherheitsnadel, je nachdem, was du zur Verfügung hast. Und nähe es an beiden Enden fest, damit es nicht im Gehäuse verschwindet.
Nun, da die obere Kante des Rocks gekräuselt ist, können wir die Seitenkanten des Rocks schließen. Und dann sind wir auch schon fertig mit einem Röckchen. Ich hoffe, dir hat das Projekt gefallen. Es ist ein einfaches Projekt für Nähanfänger und es ist so ein schnelles und leichtes Projekt, dass man schnell zufrieden sein kann und ein Gefühl von Erfolg haben kann. Ich entschuldige mich vielmals für meine Stimme heute. Ich bin immer noch krank. Ich hoffe, dass ich bald wieder ganz frisch bin, damit meine Stimme nicht mehr so furchtbar klingt in den Videos. Hier sind die beiden Püppchen in ihren zwei neuen Röckchen. Die sehen doch ganz schick aus. Und dann ist auch noch das Röckchen mit dem Schrägband unten am Saum. Sieht doch auch ganz schick aus. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ihr könnt das Freebook in der Sammy-Facebook-Gruppe herunterladen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder, wenn ich wieder gesund bin. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!